Ja, liebe Zuschauer, kommen wir zurück oder nein, doch, kommen wir zurück zum deutschen Leiting. Nein, wir kommen jetzt zu Alcoa, Entschuldigung. Die niedrigen Aluminiumpreise und der starke Dollar haben Alcoa im zweiten Quartal zu schaffen gemacht. Der Aluminiumhersteller, der traditionell die Berichtssaison in den USA einläutet, verfehlte die Erwartungen der Analysten. Der Konzern profitierte indes vom Wachstum seines in jüngster Zeit ausgebauten Verarbeitungsgeschäfts. Der Gewinn stieg um 1,4% auf 140 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg um 1% auf 5,9 Milliarden Dollar. Ja, und über Alcoa und den Start in die Berichtssaison spreche ich jetzt mit Roland Hirschmüller. Er ist Chefaktienhändler bei der Baader Bank. Schönen guten Tag, Herr Hirschmüller. Hallo, grüß Sie. Alcoa hat gestern Abend seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Zwar konnte der Gewinn gesteigert werden, er lag aber trotzdem unter den Erwartungen der Analysten. Wie bewerten Sie denn die Zahlen von Alcoa? Ja, ich muss sagen, die Zahlen von Alcoa, die hier vorgelegt worden sind, bewerte ich insgesamt auch auf den zweiten Blick doch recht positiv. Denn man muss ganz, ganz klar sagen, es war ein extrem schwieriges Umfeld, in dem sich hier Alcoa zu bewegen hatte. Ausgelöst natürlich durch die extrem niedrigen Aluminiumpreise. Gerade in den letzten Tagen haben wir den Aluminiumpreis auf einem sage und schreibe 6-Jahres-Low gesehen. Und da ist natürlich klar, dass eine Company wie Alcoa, die natürlich hier von den Rohstoffen letztendlich ganz, ganz klar abhängig ist, dass sie sich natürlich schwer tut, hier Geld zu verdienen. Und in Anbetracht dessen muss man sagen, ist natürlich das Ergebnis, das erzielt worden ist, das leicht unter den Erwartungen lag, aber immer noch über den Vorjahresergebnissen, ist schon ein ganz, ganz beachtliches Resultat. Und das Zweite, was man ganz klar sagen muss, ist, es wurde der Umsatz gesteigert, eben durch Diversifikation in höherwertige Produkte, hier nur als Stichwort Automobilbau, Flugzeugbau. Und insofern muss man sagen, Alcoa ist in einem schwierigen Umfeld auf dem richtigen Wege. Herr Hirschmüller, zwar machte ja dem Unternehmen der niedrige Aluminiumpreis und der starke Dollar zu schaffen, dennoch profitierte Alcoa weiter von der starken Nachfrage der Auto- und Flugzeugindustrie. Lässt es da bereits Umkehrschluss zu, dass wir von der Automobilkonzern und der Flugbranche gute Q2-Zahlen erwarten können? Ja, ich denke, das kann man nicht 1:1 letztendlich übertragen, denn natürlich wird hier in diesem Bereich gerade Automobilbau, Flugzeugbau, hier wird das eine oder andere natürlich an Materialien substituiert, das heißt höherwertige Materialien, der Trend geht zu höherwertigen Materialien, ganz, ganz klar, und das wird natürlich vor allem in diesen auch Premium-Klassen-Autos letztendlich verbaut. Von diesem Trend hat man hier insgesamt auch profitiert, aber ich denke, für das zweite Quartal, gerade Automobilbau, gerade auch Luftfahrtbau, da sind meines Erachtens nach der Himmel noch relativ gut aus. Was wir jetzt momentan durchsehen, vor allem auch in China, die Konjunktur lässt dort nach. Wir sehen es an den Börsenturbulenzen, die Zulassungszahlen, vor allem in China, und das ist inzwischen der wichtigste Markt, vor allem auch der wichtigste Markt für Premiumhersteller, er trübt sich hier doch etwas ein, und insofern denke ich, zweites Quartal, Autobauer, Flugzeugbauer, noch okay, aber ich denke, der Outlook, und auf den kommt es ja an, der wird schon ein paar Mulltöne dabei sein in diesem Bereich. Wie bereits erwähnt, macht ja der niedrige Aluminiumpreis Alcoa mächtig zu schaffen. Gleichzeitig gibt es aber ein Überangebot an Aluminium, vor allem aus China. Was bedeutet das dann für das laufende Geschäft von Alcoa? Oder wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Ja, man sieht es, die Schätzungen von Klaus Kleinfeld, was das angeht, die Aluminiumnachfrage soll circa um 7% wachsen. Das ist die Rate, wie man auch jetzt bereits gewachsen ist in diesem Bereich. Ganz, ganz klar, es findet natürlich hier, ähnlich wie wir das im Stahlbereich immer noch sehen, auch schon vor Jahren sehen, ein ganz, ganz klarer Verdrängungswettbewerb statt. Das niederwertige Aluminium letztendlich, das wird natürlich extrem weiterhin unter Druck bleiben. Das sind chinesische Anbieter am Markt, die hier natürlich auf den Preis drücken. Und es ist natürlich in dieser Branche ganz, ganz klar, es ist extrem zyklisch. Wenn die Aluminiumhütten mal am Laufen sind, wenn diese Kosten bereits da sind, dann wird so eine Aluminiumhütte natürlich auch über den Ausstoß einiges produzieren. Und insofern lässt sich dann nicht allzu schnell natürlich eine Reduktion der Menge stattfinden. Und dem versucht Alcoa natürlich auf zwei Weisen zu begegnen. Cost-Cutting-Programme laufen weiterhin, sind auch weiterhin erfolgreich, so wie es Klaus Kleinfeld sagt, und man kann das am Ergebnis ablesen. Und das Zweite ist natürlich die Diversifikation in höherwertige Bereiche, wo man dann den eigenen Aluminiumbereich, wo man das eigene Aluminium, das man hat, letztendlich auch verarbeitet. Und das ist der Weg, wo es hingehen kann. Und ich denke, da ist Alcoa den Konkurrenten doch ganz klar voraus. Machen wir weiter mit dem starken Dollar. Ein Barclays-Analyst erklärte ja, dass sie in Anbetracht der Stärke des Dollar davon ausgehen, dass die Umrechnungsanpassungen, die dann im zweiten Quartal erforderlich sind, die höchsten jemals sein werden. Heißt das, dass Anleger, dass sie bei den meisten US-Unternehmen mit einem schlechteren Q2-Ergebnis rechnen müssen? Vor allem bei den internationalen Konzernen ist das mit Sicherheit so, die viel natürlich letztendlich auch im Ausland erwirtschaften und dann eben entsprechend für die
Q2 oder auch Jahresbilanz das natürlich in US-Dollar umrechnen müssen. Da wird man ganz, ganz klar Schleifspuren in den Bilanzen sehen. Wir haben das bereits im ersten Quartal gesehen und da hatte das schon deutliche Spuren letztendlich hinterlassen. Und natürlich für die amerikanischen Unternehmen über die Währung ist es natürlich ganz, ganz klar eine weitere Konkurrenz. Auf dem Weltmarkt ist es ein Wettbewerbsnachteil auf dem Weltmarkt für die US-Unternehmen. Sie haben es durch ihre starke Stellung teilweise wirklich geschafft, da trotzdem zu bestehen, trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse zu verdienen. Aber da sollte man natürlich nicht aus dem Auge lassen, gerade internationale Konzerne, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald's, die sehr, sehr viel im Ausland unterwegs sind. Hier erwarte ich, dass vor allem bei den Quartalszahlen zu den Kommentierungen doch das eine oder andere auch über die Währung gesagt wird und dass die währungsbereinigten Ergebnisse doch etwas anders aussehen als die Ergebnisse, die dann letztendlich ausgewiesen werden. Roland Hirschmüller, dann sage ich besten Dank für das Interview. Bitteschön, wiederhören.